Ja, wir erwarten um 18 Uhr eine aktuelle Hochrechnung und dann so ungefähr in einer Viertelstunde dann auch die ersten Reaktionen der Spitzenkandidatinnen und Kandidaten, die hier live zu uns ins Studio kommen. Es sind etwas mehr als 500 Gemeinden schon ausgezählt und Werner Fetz hat jetzt einige Detailergebnisse aus den Gemeinden für uns herausgepickt und wird sie Ihnen präsentieren. Ja, wir haben 5 große Bezirkshauptstädte gewählt und die Ergebnisse sehen wir uns an. Mödling, eine Stadt im Industrieviertel, hat gewählt. 40% ÖVP trotz leichter Verluste. Deutliche Zugewinne für die SPÖ plus 7,5 Prozentpunkte, weniger stark die Zugewinne für die FPÖ. Die Grünen verlieren hier 4,3 Prozentpunkte, kommen auf 15,3% der Stimmen, 11,5% für die NEOS in Mödling. Blicken wir in die nächste Stadt. Hollerbrunn im Weinviertel, eine sehr starke Gemeinde für die ÖVP beim letzten Mal und auch diesmal, da legt man sogar 0,1 Prozentpunkte zu auf 55,1. Auch die SPÖ leichte Zugewinne 17,8, 14,7% für die FPÖ bei 5,2 Prozentpunkten Zugewinn, 8,2 für die Grünen. Hier haben also alle Parteien dazugewonnen, denn auch die NEOS kommen auf 4,2. Hier haben sich die Stronach-Stimmen aufgeteilt. In Gmünd im oberen Waldviertel. 48,4% für die ÖVP plus 7,2 Prozentpunkte, sehr deutliche Zugewinne. Verluste 3,5 Prozentpunkte für die SPÖ, kommt auf 31,4. 12,4 für die FPÖ plus 4,8 Prozentpunkte. Leichte Verluste für die Grünen und 3,6% für die NEOS. Melk, ebenfalls eine Bezirkshauptstadt, auch hier leichte Zugewinne für die ÖVP 52,3, 18% für die SPÖ, leichte Zugewinne, deutlicher die Zugewinne für die FPÖ, die auf 12,6% kommt, 10,6% bei Verlusten von 3,8 Prozentpunkten für die Grünen, 6% die NEOS, 0,4 für Sonstige. Bruck an der Leiter, im Osten Niederösterreich 36,4 für die ÖVP bei 6,9 Prozentpunkten Verlusten. Deutliche Zugewinne für die SPÖ 36,7 plus 9,1 Prozentpunkte. Fast so stark die Zugewinne für die FPÖ, man kommt auf 15,7 plus 8,4. Leichte Verluste für die Grünen, die kommen auf 7%, 4,1% für die NEOS. Ja, soweit dieser aktuellen Überblick über die Bezirkshauptstädte. Wieder zu Claudia Schubert.